An der Bar vom Royal Plaza, lang gewartet, dass es abfällt. So lang geträumt vom Außenwasser. Teenage-Keeper à la Casa, Mama kocht für alle Pasta. Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zum Aldi Süd Sortiment 2018-2019. Wir haben das Ganze hier einmal aufgelistet, das gibt es wie immer etwas früher. Da auch die Holländer an der Grenze das Feuerwerk, das deutsche Feuerwerk immer schon ein paar Tage früher bestellen können. Was sofort rauffällt, wir haben hier die Artus für 3,99. Da sage ich aber später nochmal ein bisschen was dazu. Das wäre jetzt so die größere Veränderung hier, die mich am meisten überrascht hat. Da gibt es aber gleich noch ein paar Punkte zu. Ein Danke geht auf jeden Fall raus an The Pyrofan 11. Der hat mir nämlich dieses Dokument zugeschickt hier. Das Ganze auch schon vor knapp einer Woche. Ich habe es leider erst jetzt geschafft, ein Video dazu zu machen. Danke geht auf jeden Fall dennoch raus. Der Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt den auf jeden Fall mal ab. Der hat, glaube ich, auch mittlerweile seine fast 1000 Abonnenten. Einen Blick dort zu riskieren, wird sich auf jeden Fall lohnen. Schaut da auf jeden Fall nach dem Video mal vorbei. Wer die letzten Male aktiv dabei war, der weiß, in kommenden Videos wird es immer mal wieder kleinere Verlosungen geben. So auch in diesem Video. Heute verlosen wir unter allen Kommentaren einmal den Pyro Booster von mir selber. Einmal Pyro Booster oben drauf, der knallt richtig. Professor Pyro und an der Seite steht, der ist perfekt geeignet für die Einkaufsnacht. Also eigentlich ein recht cooler Pyro Artikel. Dazu gibt es dann auch noch eine Handvoll Sticker, die ein Herz für Pyro Sticker. Und dann eben die ganz normalen Professor Pyro Sticker. Wenn ihr dabei sein wollt, kommentiert das Video hier einfach und schon seid ihr dabei. Bei mehreren Kommentaren wird nur ein Kommentar pro Account gewertet. So, dann fangen wir jetzt aber auch direkt mal an. Wir haben oben einmal stehen Öffnungszeiten in den Filialen. Sehe filialfinder.aldi-süd.de. Und dann habe ich das Ganze einmal vergrößert ausdrucken lassen und dann fangen wir oben direkt mal an. Ganz oben haben wir dann einmal den Sky of Diamonds für 49,99 €, ein vierteiliges Helios-Verbundfeuerwerk. Für 49,99 € unglaublich günstig. Normalerweise kostet der nämlich über 100 € und heißt normalerweise Star Attraction. Der ganze Verbund hat fast 1,5 Kilo NEM, wenn ich es genau in Erinnerung habe, sind das, glaube ich, sogar etwas mehr als 1,5 Kilo. Also für 49,99 € ist es das auf jeden Fall wert und vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Direkt darunter den Golden Kingdom Helios Systemfeuerwerk, effektstarkes Knall- und Leuchtfeuerwerk für 29,99 €. Ist damit etwas günstiger als der erste Teil, ist also eine günstigere Alternative, heißt umgelabelt nachher Metropolis, sollten einige von euch kennen, auch hier könnt ihr nichts falsch machen für 29,99 €, ist dies eine günstigere Alternative zum ersten Punkt. Dann geht's direkt weiter mit King and Queen, auch ein Klassiker, zweiteilig für 29,99 €, zwei Batterien, jeweils 36 Schuss. Ja, kann man machen, ist hier allerdings nichts Besonderes. Ähnlich ist es beim Ironheart. Hier steht auch nochmal Helios Systemfeuerwerk, Knall- und Leuchtfeuerwerk für 24,99 €. Der Vorteil ist, dass ihr hier 103 Schuss habt und die Schussfolge da relativ langsam ist. Das heißt, wenn ihr lange was von eurem Feuerwerk haben wollt, dann habt ihr hier natürlich den Vorteil, dass ihr hier recht lange was an Brenndauer habt. Allerdings wirkt das Ganze ziemlich langweilig an Silvester. Das heißt, wenn ihr an Silvester jetzt nur ein, zwei Verbünde schießen wollt und ihr wollt möglichst lange was davon haben, könnt ihr den mitnehmen. Ansonsten der Effekt, ich würde den eher nicht empfehlen. Gerade weil diese Schussfolge meiner Meinung nach auch ziemlich langsam ist und entsprechend langweilig wirkt. Gleiches gilt für die Excalibur 36 Schuss, müsste auch eine 500 Grammer sein. Teilgefertigt in Deutschland, hat diesen Deutschlandring hier an der Seite. Hat auch eine ziemlich langsame Schussfolge, ist auch recht langweilig meiner Meinung nach. Für 19,99 € gibt es da bessere Alternativen. Da kann man zum Beispiel auf die Double Deck ausweichen, wenn man die Möglichkeit hat, da ranzukommen. Also auch hier Preis-Leistungs-Verhältnis zu anderen Herstellern eher nicht gegeben, würde ich mir nicht mitnehmen. Dann geht's weiter mit der Dragonfire XXL Turbo Effekt Fächerbatterie für 19,99 €. Normalerweise kostet die mindestens 30 €. Ich habe sie auch schon für 35 € und 39 € gesehen. Vielen von euch wird das Ganze als Höllenritt bekannt sein. Eigentlich nicht gerade einer der unbekannten Batterien. Für 19,99 € macht ihr hier auf jeden Fall nichts falsch. Da könnt ihr auf jeden Fall zugreifen. Da würde ich euch eher zu raten, als zum Beispiel zur Excalibur. Und dann geht's schon mit den interessanten Artikeln los. Die erste Neuheit dieses Jahr, Nightlord Batterie Feuerwerkssortiment für 19,99 € mit 253 Schuss. Das sind viele Batterien auf einmal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es vergleichbar mit dem Powerpack ist. Das wäre dieses hier. Da haben wir nämlich viele Batterien auf einmal dabei. Hier sind wir insgesamt bei angegeben über 250 Schuss. Kann also sein, dass es relativ ähnlich ist. Vielleicht ist es sogar die gleiche. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber auch wenn nicht, für 19,99 €, Freunde, alleine die Batterien, die ihr da drin habt,
zum Warmschießen absolut empfehlenswert, für 20 Euro so viele Batterien am Abend mal zu zünden. Die kann man sich auf jeden Fall mitnehmen, egal was für Effekte drin sind. Da könnt ihr auf jeden Fall nicht so viel falsch machen. Dann geht's direkt weiter mit der Swords of Fire farbintensive XXL Kombinationsbatterie für 18,99 Euro. Dort habt ihr 62 Schuss und bis zu 52 mm Kaliber, wollte ich gerade sagen. Ja, schön wär's. 25 mm Kaliber, also auch eine der etwas größeren. Für 18,99 würde ich da hier schon zugreifen, da würde ich nicht nein zu sagen. Schaut euch den Effekt am besten mal an. Je nach Geschmack und Budget kann man sich die auf jeden Fall mitnehmen. Und dann geht's auch schon zur nächsten Neuheit. Dark Portal, Systemfeuerwerk mit nur einer Zündung. Also auch wieder ein Verbundfeuerwerk mit 148 Schuss. Ja, so neu ist die gar nicht. Wer jetzt mal genau auf das Bild hier achtet, der wird merken, dass die genauso aussieht wie eine Batterie, die es im Lidl gibt, beziehungsweise ein Verbundfeuerwerk. Und zwar ist das die Spotlight. Ich habe jetzt mal ein Bild hier rausgesucht auf dem Handy. Ich öffne das mal kurz. Hier haben wir das einmal aus dem Lidl. Kennt ihr das auf jeden Fall? Und das gibt's jetzt halt auch im Aldi. Kostet dort genauso viel. Also wenn ihr nur einen Discounter ansteuern wollt, ist das hierbei egal, ob ihr zu Lidl oder zu Aldi fahrt. Da wisst ihr dann also auch Bescheid. Dann geht's weiter mit der Witchcraft XXL Kometen Fächerbatterie für 13,99 Euro. Ja, ist gefächert. Ist auch ein eigentlich ganz schöner Effekt, ein bisschen wie die Endless Shooter, nur ein bisschen abgespeckt. Für 13,99 € auf jeden Fall eine recht günstige Alternative, die ihr dann direkt im Discounter erwerben könnt. Auf jeden Fall eine starke Alternative, wenn man drauf steht. Man muss natürlich aber wissen, dass ihr kein lautes Feuerwerk hier bekommt und auch keine großen Bouquets. Es sind halt einfach Kometen. Wer drauf steht, kann sich die mitnehmen, da macht ihr nicht so viel falsch. Wenn ihr nicht wisst, was Kometen sind, schaut euch am besten trotzdem nochmal das Video dazu an. Nicht, dass ihr an Silvester nachher um 0 Uhr etwas enttäuscht seid. Das solltet ihr jetzt auf keinen Fall schlecht machen, aber ich persönlich bin nicht so der Kometenfanatiker, deswegen sage ich das noch einmal. So, jetzt geht's direkt aber weiter mit der Callisto. Und Leute, wenn ihr die nicht einpackt, seid ihr selber schuld. Für 12,99 € mit 33 Schuss muss man die einfach mitnehmen. Die kostet ansonsten auch über, ich glaube, 25, 30 Euro, so irgendwie um den Dreh. Für den Preis absolute Kaufempfehlung, wird bei mir voraussichtlich auch 2-3 Mal dabei sein. Hier auf jeden Fall, merken Leute, packt euch die ein, merkt euch die vor. Weiter geht's mit der Magical Sky, also eine Reihe hier jetzt voll mit 9,99 €. Profi-Feuerwerksbatterie, 2x100 Schuss, sind die ganz normalen 100 Schüsse für 9,99 €, macht ihr da auch nicht so viel falsch. Gibt's online teilweise ein bisschen günstiger. Dennoch, wenn ihr bedenkt, dass ihr dort in einem Discounter seid und die dort direkt mitnehmen könnt, kann man sich die mitnehmen. Sollte aber nicht allzu viel erwarten. Die Guardian Brillante Blinkster-Batterie für 9,99 € mit 64 Schuss. Könnt ihr da nicht so viel falsch mitmachen, die würde ich schon eher empfehlen. Ich denke mal, die werde ich nämlich dieses Jahr auch mitnehmen. Und dann haben wir da unten noch die Wolfblood, auch eine Zerlegerbatterie mit 16 Schuss. Für 9,99 € kann man das machen, ist nicht ganz so wie die Poison, natürlich auch etwas teurer. Trotz der 16 Schuss, aber in dem Budget macht ihr da auf jeden Fall nichts verkehrt. Genauso sieht es aus mit der Screaming Grizzly, das ist ja so eine Batterie, die sich durch alle Sortimente in jedem Hersteller irgendwo wiederfindet. Egal, ob es von Xplode ist, von Leslie ist, von Nico, von Weco in dem Fall, Komet. Die gibt es ja immer und immer wieder umgelabelt unter verschiedensten Namen mit 300 Schuss. Für 8,99 € ist das eigentlich ein Standardpreis. Manchmal habt ihr Glück und ihr kriegt die für 8,88 €. Teilweise sogar für 7,77 €. Das ist aber eher selten. Also für 8,99 € ein absoluter Standardpreis. Wer sie mag, kann sie auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier direkt die Figaro für 8,99 €. Heißt hier jetzt Mystic Moments, ist ein bisschen umgelabelt. Im Aldi Süd, da muss man sich immer dran gewöhnen, wenn man dort nicht, normalerweise nicht einkauft. 45 Schuss, Preis-Leistung ist hier ganz in Ordnung. Kann man machen, muss man nicht. Ist halt kein besonderer Effekt. Dann geht's weiter mit der Parzival Marathon Effektbatterie für 6,99 € mit 72 Schuss. Ja, auch hier sind, soweit ich weiß, teilweise Kometen vertreten. Recht langweilig, wie ich immer finde. Ist wieder die gleiche Begründung, die ich eben schon hatte. Ich persönlich stehe nicht so auf Kometen. Deshalb wird sie bei mir wahrscheinlich nicht dabei sein. Und da muss jeder selber wissen, ob er sich die mitnimmt. Für 6,99 € ist es natürlich im Low-Budget-Bereich. Man soll da nicht so viel erwarten. Dann eine Neuheit, die ich persönlich ziemlich interessant finde. Die Tristan Multi-Effekt-Batterie für 4,99 €. Eine Neuheit dieses Jahr mit 19 Schuss. Ist, falls es wirklich wahr sein sollte, dass die Poison, die Artus oder Reno, wie auch immer, jetzt 3,99 € kostet, finde ich, ist das eine sehr starke Konkurrenz dazu. Ich werde mir die auf jeden Fall mal mitnehmen und mir die mal anschauen. Wie kräftig die nachher im Zerleger ist und so weiter und so fort. Hat zwar auch nur 20 mm und ich glaube irgendwo bei 140, 150 Gramm NEM werden wir nachher liegen, aber für unter 5 Euro ein ganz starker Konkurrent. Gehe ich zumindest mal von aus, dass es so kommen wird zur Poison, Artus, Reno, wie auch immer man sie nennt. Dann geht es hier zur Merlin 2,99 €, kennt jeder. Ich glaube, die hieß woanders Palermo oder hieß sie früher mal. Oder Pegasus, absoluter Klassiker, 2,99 €, da macht ihr nichts falsch. Nehmt euch die 3-4 Mal mit, mache ich auch.
Darunter dann meine schöne Alternative, auch eine Neuheit, die ProToys Multicolor Fontänenbatterie, auch für 2,99. 3 Sekunden weniger Brenndauer als die Merlin. Ich finde, das ist eine interessante Alternative, die werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Und dann zwischendurch mal eine Alternative zur Merlin schießen. So, kurzer Überblick. Wir sind jetzt gerade auf der zweiten Seite angekommen. Wir starten gleich hier oben mit der Artus, dass ihr einmal weiß, wo wir sind. Wir haben jetzt diese Reihe einmal abgegrast und machen entsprechend direkt weiter. Und da oben haben wir dann schon den interessantesten Artikel, wie ich dieses Jahr finde, die interessanteste Veränderung für 3,99. Die Artus, jahrelang für 2,99, ein absoluter Klassiker gewesen. 16 Schuss. Immer mal wieder variiert im Zerleger, mal stärker, mal war sie es wert, mal war sie es nicht wert. Dennoch finde ich sehr, 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 sehr schade, dass sie jetzt 1 Euro teurer geworden ist. Wobei ich da auch noch recht vorsichtig bin. Denn das ist nämlich der Verkaufsbogen für die Grenzgebiete. Dort sind die Preise öfter mal verschieden und da variieren sie teilweise auch so ein bisschen. Also kann es unter Umständen doch nochmal sein, dass sie im restlichen Bundesgebiet für 2,99 angeboten wird. Was soll ich sagen, das müssen wir abwarten. Ich drücke auf jeden Fall noch weiter die Daumen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die für 2,99 drin bleibt, weil für 2,99 könnt ihr davon auf jeden Fall 1, 2, 3 VEs von mitnehmen und ihr macht da nicht wirklich was falsch. Für 3,99 überlege ich tatsächlich, ob ich mir die überhaupt einmal mitnehme, weil sie, auch wenn sie nur 1 Euro teurer geworden ist, in diesem Preissegment nachher schon eine Konkurrenz zur Alligator findet oder sonstige Batterien. Und im Low-Budget-Bereich gibt es einfach dann schon wieder andere Alternativen, wie von Leslie die Gold-Serie, die einfach schöner ist, die mehr ausmacht und die auch vielfältiger ist, wenn ihr jetzt nicht nur die Leslie Gold, sondern auch die Palms nimmt oder Crackling oder die ganzen Neuheiten von 2018. Da wird auf jeden Fall auch die nächsten Tage noch ein Testvideo kommen. Wenn ihr die also mal vergleichen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Aber in diesem Preissegment finde ich die Artus schon teilweise recht uninteressant. Umso mehr hat es mich aber verwundert. Ich hatte vor ein paar Tagen auf Instagram meine Umfrage gestartet, ob ihr euch die trotzdem mitnehmen wollt oder würdet. Und ich glaube, bei knapp 300 Teilnehmern haben immer noch gut 70% für ja, ich nehme sie trotzdem mit oder trotzdem noch günstig gestimmt. Hat mich persönlich ziemlich verwundert, aber umso interessanter ist es. Dafür macht man solche Umfragen, ja? Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, wenn ihr sowas in Zukunft nicht verpassen wollt. So, und dann geht's weiter mit den Raketensortimenten. Da gibt's auch eine richtig interessante Neuheit, und zwar die Goldrausch, die es jetzt auch beim Aldi gibt. Da komme ich gleich nochmal zu. Dann haben wir hier aber erstmal das Camelot für 18,99 €. 9 Raketen. Einige von euch werden das noch als Berlin kennen, wenn ihr die Namensänderung damals noch mitgemacht habt. Sind alles Veko-Raketen, deshalb auch relativ identisch vom Effekt. Für 18,99 € würde ich das hier tatsächlich nicht mitnehmen. Auch das Lancelot für 17,99 € kann man machen. Ich persönlich bin auch eigentlich ein Fan von Veko-Raketen, auch von den Bombetten da drin. Allerdings nicht in diesem Preis, ich bekomme sie immer wesentlich günstiger. 17,99 € für 18 Raketen. Gut, da habt ihr dann natürlich auch wesentlich mehr, als ich zum Beispiel im Highspeed-Bombs hatte. Aber auch hier wieder kleinere Zerleger dabei, die kleineren Raketen, die wären es mir nämlich dann wieder nicht mehr wert. Für 1 Euro pro Rakete ist ein Standardpreis, aber dafür, dass ihr die kleinen dabei habt, würde ich dort eher ausweichen. Zum Ivanhoe für 9,99 € kann man sich die mal mitnehmen. Dann nimmt man nicht gleich so viel Geld in die Hand und hat trotzdem ein paar schöne Raketen von Veko und kann gegebenenfalls noch Alternativen woanders holen. Dann haben wir noch einmal das Avalon, 7 Raketen für 9,99 €, Premium Familiensortiment. Da macht ihr auch nichts falsch, die kann man mitnehmen. Und dann haben wir hier eine richtig interessante Neuheit, neben der Preisveränderung der Poison, Renus, Artus, Aquila, wie auch immer, haben wir jetzt die Goldrausch-Raketen bei Aldi. Das war zwar nur eine Frage der Zeit, da auch Kaufland und Penny und Famila die mittlerweile haben. Jetzt endlich hat Aldi sie auch aufgenommen, allerdings umgelabelt unter viel Glück. Gold-Effekt-Raketensortiment für 8,99 €, also auch der normale Preis. Auch hier gilt, wenn ihr nur zu Aldi fahrt, könnt ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten bekommt ihr die auch fast schon überall woanders. Die Raketen an sich sind auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Da braucht ihr nicht vorbeigehen. So, dann kommen hier jetzt nochmal 4 Punkte, die recht einfach abzuarbeiten sind. Die Supernova ist eine Neuheit, ein Leuchtfeuerwerkssortiment für 29,99 €. Das ist eine Neuheit, ich kenne sie persönlich auch nicht. Je nachdem, was da nachher reingepackt wird, da habe ich nichts zu gefunden, kann es die 29,99 € eigentlich wert sein. Da ich nicht weiß, was drin ist, lasse ich das jetzt einfach mal aus. Und dann geht es weiter zur Art of Light Premium Leuchtfeuerwerkssortiment für die ganze Familie. Für 9,99 € macht ihr da auf jeden Fall nichts falsch, da habt ihr eine gute Mischung. Genauso die Magma Monster Vulkane für 8,99 €.
sollte man sich da auf jeden Fall mal einen von mitnehmen, wenn ihr auf Vulkane steht. Da macht ihr nicht allzu viel falsch, ist auch ein normaler Preis, den bekommt ihr auch woanders. So, darunter haben wir dann noch die Black Knight und dann geht es direkt weiter zur nächsten Seite, auch schon die letzte, die wir jetzt hier haben. Da beginnt das Ganze mit der Bravefahrt, großes Knall- und Leuchtfeuerwerk. 60 Stücke sind da drin, enthalten für 6,99 €. Das ist eine gute Mischung, da macht ihr nicht so viel verkehrt, weil es eben auch recht günstig ist. Für den Nachmittag zum Warmschießen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Gleiches gilt für das Superstars Jugendfeuerwerksortiment. Wenn ihr noch U18 seid oder euren Kindern was geben wollt, könnt ihr das auf jeden Fall mitnehmen für einen Fünfer. Haben die da auf jeden Fall eine ganze Zeit was davon. Dann haben wir hier wieder eine Neuheit, die Double Strike für 3,99 € von Weco. Ist eine starke Alternative jetzt zum Flashbang im Lidl. Etwas größer und der knallt auch eigentlich schon am Boden, soweit ich weiß. Hier eigentlich, das kann man sich auch zum Testen mal mitnehmen. Ich werde sie auf jeden Fall mal mitnehmen und gegen die Flashbangs antreten lassen. Und da vielleicht einen Bombenrohrvergleich machen. Und auch wenn sie 1 € teurer zum Flashbang sind, denke ich, wird mir das diese 1 € wert sein und ich werde sie auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann geht es weiter zum Party Fever. Auch ein Party-Sortiment für 3,99 € mit Indoor-Feuerwerk. Kann man immer mal mitnehmen. Ich selber habe auch immer mal ab und zu was zwischendurch. Wenn man bei der Familie feiert, wenn nicht, gut, auf Partys macht es sicher auch ab und zu mal Spaß, wenn ihr drinnen feiert. Gleiches gilt für Partycracker, Tischzauber. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Big Bang. Großes China-Knallsortiment für 1,99 €. Das müsste das Dynamate Bag sein im Aldi Nord. Sieht hier jetzt schon etwas neuer aus. Viele kennen das noch in diesem Design, Dynamate Bag. Und das ist auf jeden Fall eine starke Alternative zum Kracher Inferno beim Lidl. Ergo könnt ihr euch die auf jeden Fall mitnehmen. Wer einen schönen Böller-Mix möchte, der sollte sich die auf jeden Fall einpacken für 2 €. Dann die Thunder Cube für 1,99 €. Da macht ihr auch nichts falsch. Auch einpacken. Hat zwar immer mal wieder ein paar Qualitätsschwankungen, aber unterm Strich für 1,99 € sind die schon echt in Ordnung. Und darunter noch 1 Meter Wunderkerzen, ja, die werde ich mir dieses Jahr nicht holen. Wer meine Unboxings von den WQI-Paketen aus dem letzten Jahr gesehen hat, der weiß, davon habe ich massenweise jetzt als Vorrat. Dennoch, wer es braucht, für 1,99 € macht ihr da auch nicht so viel verkehrt. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Denkt auf jeden Fall ans Gewinnspiel und schreibt jetzt nochmal einen Kommentar, wenn ihr dabei sein wollt. Ansonsten schreibt doch mal, ob euch das gefallen hat, das Video, ob ich öfter sowas wieder machen soll. Auch gerade, wenn es schon die Sortimentsvorstellungen sind und noch nicht die Prospektvorstellungen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein, bis dahin und ciao.